Es ist wieder für euch, euer Lazy, und wir sind wieder zurück zu einer weiteren Folge von... Jawohl, mit dabei, der liebe Kicher ab zu 12, guten Tag. Hallo. Servus, so, wir haben jetzt heute einen klaren Plan. Wir machen Fan Nummer 1. Dazu müssen wir in den Beatdown. Wir haben einen Plan. Ja, wir haben tatsächlich, zumindest glauben wir das. Okay, so. Wird schon sagen. So. Und zwar... Den Fan machen wir und dann gehen wir absolut straight auf die Story Quest. Jetzt gucken wir mal. Es wäre natürlich schon eine kleine Herzensangelegenheit, wenn wir hier tatsächlich das gute Stückchen noch droppen könnten. Nee, aber passiert nicht. Gucken wir, haben wir noch ein paar Möglichkeiten. Bum bum. Oh ey, Alter. Der, oh, ey, Alter, jetzt mach doch nicht so. Klärst du da hinten ab, oder? Ich habe das hier so gefühlt im Griff. Glaube ich. Boah, Alter. Ah, da ist ja noch so ein kleiner. Oh Gott. Ja, halt's Maul. So, der kriegt... Alter, der hat nichts gesessen. Geht's down, du Sau. So, der hier, der macht halt hier auch noch Stress am Rande. Okay, Aim ist mal wieder überhaupt nicht am Start, aber... Ist man ja nicht anders gewohnt, würde ich sagen. Die Cobra ist eine blaue Waffe, gell? Ja. Okay, halt mit rotem Text, also auch so eine Special Weapon, so. Nehmen wir ihn hier an. Was will er denn? Nix. Oh, drüber. So. Sally müssen wir finden. Gib zu ihm und bitte ihn um ein Autogramm. Oh, ich bin so aufgeregt. Ein Autogramm? Ha, verpiss dich, du Trottel. Och. Alter! Wie soll das Licht ausmachen? Hab ich so, Sallys Kopf, Alter. Sallys Kopf. Freundlich genickt. Alter. Okay, also Simon. Und dann ist halt ganz schnell dunkel. Hier liegt noch Iridium, Alter! Jetzt müssen wir das bei Tina abgeben, oder wie sehe ich das? Jo, okay. Da gebe ich absolut recht. Dann müssen wir mal schnell laufen, dann müssen wir mit dem Auto fahren. Ja? Es ist auch tatsächlich schon der eine oder andere total vergangen zur letzten Folge. Ein bisschen Pause gehabt, müssen wir uns wieder ein bisschen reinfinden, aber ich denke, das ist so an sich kein Thema. Wie ist das Beste? Ist das jetzt Porten? Oder. Ja. Oder ist das hier besser? Über den Kartenausgang oder im Teleporter? Wohl. Ich glaube. Ich weiß gerade nicht, wo im Kartenausgang der nächste Ding. Ja, ich mach mal den Kartenausgang. Ich mach mal den Kartenausgang. Wird schon Sinn machen, wenn das näher ist. Weil wenn wir halt porten, dann kommen wir am an der Arena, glaub, raus. Oder kommen wir oben am, ich weiß es gerade gar nicht. Oben. Oben kommen wir raus. Ja, guck, geht sogar. Und ihr dürft euch nicht irritieren. Bitte? Ich dachte, wir wären weiter weg gewesen. Ah, geht. Ihr dürft euch nicht irritieren lassen von diesem gelben Ausrufezeichen. Das ist diese Scheißmission. Kannst du ein Auto organisieren, Zero? So lang? Nein. Schau doch auf der Karte, wo das nächste Auto liegt. Ach, okay. Warum hab ich das gerade nicht gesehen? Ja, ah ja. Ich bin blind, tut mir leid. Schau doch auf die Karte! So, hol ein Autogramm für Tiny Tina. Sally war mein drittliebster Mörder. Weißt du, wer meine Nummer 1 ist? Du! Ach, wie süß. Ich... Mädchen, du bist okay. Ach, wie süß, du bist kurz. Kammerjäger, Gefahrensuche, Gassigänger. Ich hab mir ein Schoßhündchen gekauft. Es heißt Enrique und ist ein herzallerliebster kleiner Scheißer. Sei so cool und für ihn Gassi, ja? Für dich ist es Training und Enrique kriegt ein wenig Bewegung. Ich markiere seine Position auf deinem Echo-Ding. Okay. Was ist denn hier? Halte Enrique am Leben. Ja, toll, eine Escort-Quest. Kommst du rüber? Gefahren? Warte, ich mache gerade ein paar Gegner. Ah, schön mit dem Lilith-Ding. Jawohl, jo, lul. Dritt. Schön die Sägeblätter auswerfen hier. Jawohl. Alles klar.
Da ist er doch. Ups. Da ist er. Um Enrique Gassi zu führen, musst du nur seinen Käfig öffnen und ihn an ein paar seiner Lieblingsorte bringen. Aber Vorsicht, er ist sehr zutraulich und spürt dein Gesicht vom Schädel, wenn du Habe ich gerade im Enrique aus Versehen Schaden gemacht? Wahrscheinlich. Oh fuck. Ich hab doch keinen ganzen Körper. Ich kann nicht laufen. Kommen Sie rein. Bin da. Nicht fahren. Laufen, nicht fahren. Lies die Quest durch. Ich will laufen. Gib ihm einen liebevollen Klaps und zeig ihm, dass du es ernst meinst. Bitte. Gib ihm einen Klaps. Motorrad ging gefahren. Gib ihm einen Klaps. Ah, okay, dann lauf. Lauf, lauf, lauf! Questbeschreibung. Ah ja. Du machst dich. Du machst das gut. Um Tod willen, lauf schneller. ich hoffe, der mag dich. Ja, ich glaube. Nee. Ich betrage mich. Hier. Mein Spielzeug. Wenn du ausgelöst hast, dann ist gleich gebritzelt. Ich bin halt schon da, Joch. Ja, er muss aber herkommen. Na scheiße. Komm ran, du Arsch. Wo läuft denn der jetzt hin? Schau nicht zurück. Was sagst du? Sie ist schon zurück. Alter. Oh Mist, es ist genau hinter mir. Perfekt. Die Questbeschreibung, Alter. Wenn du auch so schnell bist, bist du unschlagbar. Das ist genau hinter mir. Ja, ich gebe ihm wieder ein Spielzeug. Enrique scheint sich zu langweilen. Verpass ihm eine, damit er dich wieder hetzt. Aber er bringt nichts. Die können dich nicht schlagen. Ich würde gerne raufschießen, aber das ist eine schlechte Idee. Bin ja, dann ist er halt weg, nicht wahr? Nicht für der Sniper. Solange ich nicht seinen Mund treffe, ist er am Leben. Könnte zwar knapp werden, aber er wird am Leben. Gleich hast du es geschafft. Schwing die Beinchen, Mädel! Hä? Willkommen in Ach, so eine Scheiße. Einfach nur hier dumm einmal um den Block latschen, Alter, was geht? Was war denn das? Der hatte nicht mal ein Schild. Ich bin jetzt zu den Enrique. What the fuck is that? Enrique hat aus und hat Häuschen gemacht. Komm wieder, wenn du fertig bist. Und er war schon total fertig. Du bist eiskalt. Gefällt mir. Ich muss eine Feuergranate drauf zu schießen. Munition ausgegangen. Granate! Alter. Okay. Wir haben es endlich gepackt. Schon zu Tina zurück. Der pennt! Der pennt im Stein! Ja, der hat sich da einfach kurz da reingepackt. Nein! Oh Gott. Oh, ich dachte schon, wir müssen Scheiße nochmal machen. Er wird jetzt hier geschaut, wie redet mir wirklich fragt, warum? Ja. Jetzt war nicht mal die Mission da halt im Lied haben. Wow, das war knapp, mein Freund. Oh, Drift, Alter! Geil. Das ist wie so ein Silvesterkracher, alle, wie diese Pfeife da, weißt du? Mhm. Ich gebe das schnell ab, kannst ja du kurz den Sitzplatz tauschen. So, Tina, was hast du zu sagen? Ich war das nicht, das war der Zero mit deinem Hund. Aber egal, geschafft, Quatsch. Perfekt. So, wie kriege ich... Tiny Tinas Boom Puppy, alle.
Naja, schauen wir mal. Also pass auf, jetzt waren wir den Einbruch, Diebstahl. Die Story Quest, die Main Quest. Kommst du? Korrekt. Ach da! Bis auf der Lilith rumgehüpft. Ah ja. Ah ja, mein Freund. Ah ja. Hallo. Nimm das Auto mit, verdammt. Immer nicht. Hallo, hier. Die Fäuste Gottes, Junge. Jo. Torque Arena. Jetzt betreten wir den Shit und Schlüssel klauen. Ach komm, kann man da drüber mit dem Nate Jump oder sowas? Aber nicht, weil ich Angst vor dir hätte. Kannst du es versuchen, weil mein Inventar ist voll. Warte. Wenn ich ihre Granate finde, gerne. Oh, hier kommt die Zugküsse. Komm, eine Granate. Ja. Ich kann hier am Zaun stehen und zuschauen. Also, auf jeden Fall ging es auf der Xbox. Ob jetzt noch geht, weiß ich nicht. Nice. Ja. Also Schlüssel klauen. Bei der Security sehr gut. Du und wieder zurück. Flyboy erledigen und somit Badass Nummer 2 auf der Tabelle. Du willst noch schauen, ob du den gleichen Bug haben wie ich. Damit Forge nicht in der Schnellrealisation aufgelistet wird. Wie meinst du? Bei meinem Übermach, jetzt bei meinem ganzen Worker, dritten Spielverlauf wird Forge nicht in der Schnellreise aufgelistet. Ach du Scheiße. Nach Forge, muss ich zum Badass Creator. Also zu dem ersten Weed. Der ersten okay. Schnellreise von da aus zum Fortschritt. Oh, na toll. Hier spricht Flyboy mit einer Nachricht an dieses Opfer ja. Von Kammerjäger. Ich bin die Zukunft. Ihr Kammerjäger seid für die Abfuckprämie. Ich bin der neue It-Boy. Hör zu, du Warmduscher. Die Abfuckprämie, Alter. Ist, dass du mich anflehen wirst, dich auszuknipsen. Was meint ihr, Fans? Kann sich der Kammerjäger mit seiner Erfahrung gegen die Jugend Tarnung und die nicht schwachen Sprüche von Flyboy durchsetzen? Ich bin mir fast sicher, aber ich tue so, als wäre ich nicht, um die Spannung zu steigern. Flyboy ist ein Draufgänger-Typ. Er ist gerade mal 16 und hält sich deshalb natürlich für unbesiegbar. Naja. Du wirst ihm das Gegenteil beweisen, Sugar. 16-jähriger Flyboy, Alter, läuft. Watch out! Ach du Sau! Ja, wir haben gut eingeparkt. Ja, ja. Aber super gut, Alter. Ah ja? Bum bum, zack zack. Ah, Iridium 4 Stück, da muss ich Auge machen. Umgenietet, Alter. Und jetzt rein zum Flyboy, Alter. Oh, Alter. Geht einfach nicht. Der geht noch down, Junge. So, jetzt sind wir in the Forge. Alter. Alter. Du hast es bis in die Forge geschafft, aber versuch mal in mein Quartier zu kommen, du Lusche. In mein Bau kommt keiner rein. Kannst du voll knicken? Flyboy denkt, er sei gut geschützt, aber ich habe drei Zugänge zu seinem Schlupfwinkel gefunden. Wir müssen jetzt direkt alles in Forge und bestimmen, wie das möglich ist. Und baller dich durch einen der Zugangspunkte. Dann kriegst du deinen Kampf mit Flyboy. Der arme Kerl ahnt nicht, was ihm blüht. Er tut mir fast leid. Du hast den Hintergrund rausgezogen. Nein, ist alles drin. Ich hatte, aber. Könntest du mich am Arsch lecken und dich aus diesem Krater verpissen? Im Ernst, du Opfer? Anonymer Troll. Dann sieh dich lieber gleich. Das war ja voll schwach, dieser Agro-Talk. Statte diesen Idioten einen Besuch ab und bring sie für immer zum Schweigen. Ich meine, kill sie. Ich weiß nicht, warum The Forge nicht in Schnellreise aufgelistet wird. Ach, du meinst hier? Ja. Bei mir ist das Ding hier. Geht Forge. Southern Raceway, jetzt Forge und ein Angriff auf Digistruct Peak. Ich weiß, bei mir war es aber gerade nicht. Bei mir bin ich ganz oben bei Glüttene Gleich. Wollte mich hinbringen. Da, Derp Nukem, Alter. Ja gut, brauchen wir nix.
Wir haben noch ein paar Minuten. Ich muss ja das eine Ding da rausschneiden. Ein Talk Gunner. Der kriegt aufs Maul. Security Boys putzen dich von der Platte. Du kommst hier nicht rein, wenn du Scheiße schreist. Scheiße! Zack, dann machen wir ernst hier. Ja, hier ist so ein scheiß Geschütz, Alter. Gucken wir mal, was das hier so reißen kann. Oh, Alter! So, mal den hier Geschütz weggenommen hier. Das nächste Geschütz auch mal genommen, dass hier nichts passiert. Aua! Hallo, wo stehen die Sackhaarfresse? Ach da! Ah ja! Alter, aber das ist, finde ich schon ziemlich geil designt, Alter, hier. Ja. Das, das ist echt gut gemacht. Ziemlich verwirrend ist. Simo, was hier passiert? Oh. Hatte ich da gerade einen Pass getroffen, oder was? Jo. Das ist ja mies. Ah, hinter mir! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! So, mies weg den. So, okay, Bam, pass auf, aber diese Seite hätten wir jetzt schon, wa? Hier kommt man ja außerplanmäßig rein. So, wir laufen hier runter, wegen Map aufdecken. Ah ja! Bitte? Auf dem Kammer-Symbol. Nice! Weißt du, was mich da juckt? Das juckt mich ja nicht. Sag ich aber auch nur, weil ich jetzt nicht mehr oben bin. Zack, alle wegräumen hier. Jetzt guck mal, geht die Tür da auf oder? Bumm. Ne, Tür, die wird nicht aufgehen hier. Wir müssen einen Weg außenrum finden, Simo. Ich weiß nicht, ob ein Nate Jump hier geht so. Als ganz locker mit zwei Granaten würde es gehen. Oder warte. Aber ich glaube schon, dass man hier außen rumlatschen muss. Hier hat es noch ein paar Granaten, wenn du möchtest. Ich hab. Hast du es gepackt? Warte. Na, ich ja, ja. Ich lauf mal den normalen Weg. Nö. Das ist der Rückweg, Alter. Ach shit. Ja, nee, man muss glaube ich hier das Gebiet komplett rumlaufen, also. Finde die Großmäuler. So, dem erstmal richtig einen rangelötet. Maul halten. Alter. Ah, aim. Einmal komplett abaim, Alter. So, zack, dann hat sich das. Dann gehen wir hier rein. Bumm, dem einen gegeben, Alter. Ja, auf große Mission gerade. Ein bisschen Schalter finden. Nice. So. Suchen wir rum. Da haben wir einen. Da vorne macht er auch ein Auge. Den geben wir auch dreckig. Oh ja, Alter, er dreht sich halt rum, direkt Auto eben in meinen Kopf, so gefühlt. Oh ja, klar! Er übertreibt ja auch überhaupt nicht, Alter. So, wo bist du? Da! Tschüss! Zack! Schön gespawntrapped, Alter. Na, muss ich jetzt eigentlich nochmal schnell die andere Quest aktivieren? Weiß ich nicht. Weil wir müssen ja diese Schalter machen. Mal, ich schau mal ganz kurz drin. Fuck.
Oh, leck, Alter, aua. Okay, ja, von nichts kommt nichts, runter da. Zack. So, das ist jetzt hier aber auch tatsächlich ein ganz kleines bisschen verwirrend so. Au, oh, Zero, ich schau gerade so auf die Zeit, Alter. Und wir müssen, glaub, eine Pause machen, die Kleine. Was sagst du? Okay, dann kleben wir mal hier ab. Ah, Alter. Ja, ganz Sorgen ist der Hammer, das wissen wir. So, würde ich sagen, machen wir hier. Kommst du? Mann, ich krieg grad nicht immer den Scheißgranate aushusten. Ja, warte mal, warte mal. Wo ist er? Warte, lass ihn. Oh! Hey, Brudi, fang! Der hat es resistiert, die dumme Drecksau. Fang! Ich hab doch gedacht, den krieg ich. Ja, aber ich krieg ihn doch auch. Ich brauch die 100 XP! 100 XP umgerenkt gar nicht. Okay, ja, Zero. Würde ich sagen, machen wir hier für heute fertig. Exakt. Und dann schauen wir, dass wir in der nächsten Folge den ganzen Bums hier abschließen. Also hier hinten mit dem Typen da. Und dann geht's auch schon diesem Bescheißer, wo uns da in der Arena hier betäubt hat. Dann geht's dann schon an den Arsch. Den krallen wir uns. Also, Zero, dann freut mich, dass du am Start warst. Wir sehen uns in der Folge übermorgen. Dann wünschen wir euch was. Bleibt, hallo. Bleibt sauber. Haut rein. Und bis denn. Ah, fuck. Ich hab nachgeladen. Ah! Talk. We'll be right back.